Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Immer mehr Politaffären. Es geht nicht mehr nur um die Affäre Thomas Schmidt und ÖVP und die vielen Korruptionsverdachtsmomente. Mittlerweile schwappt das auch auf die Medien über. Aber auch Chorherr, langjähriger grüner Mandatar in Wien und auch Stadtrat in Wien, steht jetzt vor Gericht. Auch da ein ziemlich harter Korruptionsverdacht. Und einer, der alle handelnden Akteure von der einen wie der anderen Seite kennt, das ist Peter Pilz, einst Gründungsmitglied der Grünen. Dann hat er auch die eigene Liste Peter Pilz gegründet, kennt sehr, sehr viele Journalisten in dem Land und ist jetzt auf die andere Seite gewechselt mit seinem Online-Medium Zack Zack. Hallo Peter Pilz. Hallo. Fangen wir gleich an mit Christoph Chorherr, den Sie ja auch gut kennen. Sie waren lang genug gemeinsam auch in einer Fraktion in Wien. Das sind ziemlich harte Vorwürfe gegen Chorherr und ihm droht bei diesem Verdacht von Schmiergeld und Spenden für Widmungen ja auch eine Haftstrafe. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung wie bei allen anderen. Ja, das hätte ich mir bei der Gründung der Grünen nicht vorstellen können. Dass einmal ein prominenter Grüner, er war ja auch einmal Bundeschef der Grünen, vor Gericht steht und zwar nicht mit irgendwem gemeinsam, sondern mit einem René Benko, mit einem sogenannten Investor Michael Theuner, mit dem Bauerlöwen Saravia und ein paar anderen hochinteressanten Personen. Das sind lauter Leute, mit denen ich mir nie vorstellen habe können, dass Grüne überhaupt irgendwas zu tun haben. Und wenn mir vor 10 Jahren wer gesagt hätte, ein grüner Spitzenpolitiker wird genau mit diesen Typen auf der Anklagebank sitzen, hätte ich gesagt, das ist so ein Blödsinn. Jetzt ist es soweit. Ich komme gerade aus dem großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts und ich finde es erschütternd, von hinten als journalistischer Beobachter zu sehen, wie die alle aus offensichtlich sachlich gut begründeten Vorwürfen heraus dort sitzen und zittern müssen. Ja, und wir wissen nicht, ob es Gefängnisstrafen für Chorherr, für Benko oder für Theuner geben wird. Das entscheidet die Strafjustiz. Aber eines ist schon klar. Politisch ist das nicht nur für die Wiener Grünen eine verheerende Geschichte. Natürlich, weil die Grünen auch mit Ihnen über viele Jahre oder Jahrzehnte, aber auch zuletzt unter Werner Kogler ja immer wieder das Thema Korruption, also Kampf gegen Korruption, verwendet haben. Jetzt, wir kommen schon auf die anderen Affären auch zu sprechen, aber ist das jetzt nicht ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem für die Grünen und alle ihre Mitstreiter, dass eben einer von ihnen genauso in einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre einer sehr großen Dimension verstrickt sein soll? Man muss dazu eines wissen, und das ist öffentlich bis jetzt nicht bekannt, und das erscheint heute auf zackzack.at, wie das heute heißt. Schleichwerbung, aber okay, ja. Offizielle Schleichwerbung. Zack, zack, zusammengeschrieben.at. Passt. Und da werde ich heute darüber berichten, ich habe das gerade an die Redaktion geschickt, von einem meiner Meinung nach weichenstellenden Vorfall. Ich habe damals mit meiner Kollegin Gabi Moser, wir gemeinsam haben vieles erfolgreich an Korruption im Nationalrat, den Untersuchungsausschüssen bekämpft. Ich habe einen Riesenbacken Akten über das Projekt Heumarkt, das ist dieses zentrale Theuner Chorherr-Projekt, in die Zentrale der Wiener Grünen getragen zu einer Landeskonferenz, so heißt es dort. Und wollte gemeinsam mit Gabi Moser den Grünen zeigen, dass der Korruptionsverdacht bereits extrem gut begründet ist und sich die Grünen in höchster, nicht nur politischer, sondern möglicherweise auch strafrechtlicher Gefahr befinden. Und dann habe ich eine der größten Überraschungen meines Lebens erlebt. Dann sagt mir Vorsitz der Landeskonferenz, ich darf 5 Minuten reden, dann wird alles beendet und Gabi Moser und ich dürfen an der Diskussion nicht teilnehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe versucht, in diesen 5 Minuten möglichst viel zu erklären. Da wird es abgeschnitten worden.
Und die Wiener Grünen haben Gabi Moser, mir, aber auch dem Karl Oedlinger und anderen klar zu verstehen gegeben, wir ziehen das durch. So. Damals war der Christoph Korher, nur für die, die jetzt den zeitlichen Ablauf nicht kennen, Stadtrat. Damals war er, glaube ich, Gemeinderat und Mitglied des zuständigen Ausschusses. Okay. Maria Vasilakou war Vizebürgermeisterin, aber Korher war die Schlüsselperson, das hat auch jeder gewusst. Und jetzt ist noch René Benko dazugekommen. Ich glaube, über René Benko braucht man nicht mehr viel sagen. Und das ist nicht so. Es wäre schlimm genug, wenn man sagen müsste, die Grünen sind in schlechte Gesellschaft geraten. Aber es ist meiner Meinung nach noch schlimmer. Die Grünen sind jetzt Teil einer schlechten Gesellschaft. In Wien mit Theuner, Benko, Korher und so weiter. Warten wir ab, zu welchem Schluss die Strafjustiz kommt. Da, wie Sie richtig gesagt haben, gilt die Unschuldsvermutung. Aber auch auf Bundesebene. Das Ganze ist ja weitergegangen. Mhm. Wie Gabi Moser und ich gesagt haben, das muss alles aufgeklärt und verhindert werden. Haben wir nicht gewusst, welche politischen Folgen das für uns persönlich haben wird. Und dann ist das Nächste gekommen und das war bereits im Jahr 2017. Da bin ich zufällig draufgekommen, dass sich die grüne Bundesspitze verabredet hat, den ÖVP-Prügel Richard Grasl zum Generaldirektor des ORF zu machen. Und da bin ich rein und habe gesagt, das geht nicht, das ist übelste Parteibuchwirtschaft. Und habe der grünen Spitze gedroht, dass ich das öffentlich mache. Dafür haben sich alle geschwind wieder gewendet. Und der Herr Wrabetz ist noch einmal Generaldirektor geworden. Ich bin nicht glücklich mit dem Wrabetz, das ist eine Fahne im Wind, aber er ist zumindest nicht der Prügel einer Partei, da ist ein Riesenunterschied. So, am Linzer Bundeskongress und davor bei der Oberösterreichischen Landesversammlung haben Gabi Moser und ich dann die Rechnung bekommen. Aber so ist das. Aber dann haben die Grünen die Rechnung bekommen, weil sie mit einer eigenen Partei angetreten sind und die herausgeführt sind. Aber das Entscheidende ist was anderes. Dieser große Sündenfall, zumindest der politische Sündenfall in Bezug auf politische Korruption, hat in Wien begonnen. Mit den genannten Personen. Und hat sich fortgesetzt auf Bundesebene. Und das ist das Erschütternde, dass eine Partei, die ja jahrzehntelang zu Recht versprochen hat, wir sind für saubere Umwelt und für saubere Politik, plötzlich gerade noch ein bisschen für saubere Umwelt, aber überhaupt nicht mehr für saubere Politik war, sondern immer mehr eher fürs Gegenteil. Und das ist ein wirkliches Problem, weil es war für Österreich und für alle Menschen der Republik sehr wichtig, dass man sich bis zu diesem Fall auf die Grünen verlassen konnte. Und das ist leider vorbei. Sie haben einen aus meiner Sicht wichtigen Punkt angesprochen, weil wir derzeit ja auch viel über Medien diskutieren aufgrund der Chats von Thomas Schmidt mit Medienmachern oder Journalisten, aber auch von Heinz-Christian Strache mit Medienmachern oder Journalisten. Und Sie haben jetzt angesprochen, dass 2017 die Grünen einen Deal mit wem gehabt hätten? Mit Richard Grasl und der ÖVP. Wir haben ja auf Zack sogar dazu Chats veröffentlicht. Bei den BMI-Chats finden sich ja Beweise dafür. Diese Beweise haben wir jetzt im Frühjahr gefunden. Ich habe es damals gewusst, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Ja, das heißt, die Grünen wollten genauso Einfluss im ORF haben wie alle anderen? Nein, es ist um was anderes gegangen. Damals haben einige rund um den damaligen Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner, aber auch durchaus mit Wissen und ich gehe davon aus Einverständnis von Werner Kogler und Eva Klawischnik, die Weichen in Richtung ÖVP gestellt. Da ist schon der erste Deal in Richtung Sebastian Kurz vorbereitet worden. Da ist dann nichts draus geworden, weil die FPÖ war noch billiger als die Grünen. Und Kurz hat einmal die billigste Partei genommen. Aber zwei Jahre später, 2019, hat es die Grünen auch schon fast gratis gegeben. Und heute haben wir den Salat. Und es ist ja wichtig, dass wir über Medienkorruption sprechen. Und jetzt ohne jeden zynischen Unterton. Ich finde es sehr gut, dass ich bei Ö24 sitzen kann im Studio und über Medienkorruption reden kann.
weil auch Ö24 und Österreich ja offensichtlich von der Spitze her, von den Gebrüdern Fellner, ein Riesenproblem mit Medienkorruption haben. Nur, die Geschichte ist ja immer seltsam erzählt worden. Zuerst war es der Richard Schmidt bei der Kronenzeitung, der bei Ibiza aufgeflogen ist und von der Krone rausgeschmissen worden ist. Da haben alle gesagt, nur der Schmidt, nur der Schmidt. Dann ist die Fellner-Geschichte geplatzt, mit den ganzen auch strafrechtlichen Folgen, die wir erkennen und über die wir berichtet haben. Verdächtigungen und da gilt genauso. Das sind bereits Beschuldigungen, wo die Unschuldsvermutung gilt, na selbstverständlich. Aber ich sage, das ist geplatzt. So, dann haben alle gesagt, der Schmidt ist und die Fellner sind es. Das ist noch relativ einfach gegangen. Jetzt mit den Affären Novak und Schromm passiert ja etwas für die Branche Verheerendes, aber vielleicht auch Heilsames. Weil bei Schmidt und sogar noch bei den Fellners konnte man sagen, sind Außenseiter. Fellner schon recht große Außenseiter. Aber mit dem Styria Verlag und mit dem ORF trifft es bereits das Herz des Mediensystems. Und jetzt sind alle so fürchterlich stolz drauf und sagen, ja, Redakteursversammlungen und wir haben sofort Konsequenzen gezogen. Das ist ja gut, dass da jetzt was passiert ist. Aber Voraussetzung, dass das glaubwürdig wäre und dass ich jetzt mitjuble, wäre ja, dass das alles eine vollkommene Neuigkeit ist. Die ersten schwerstbelasteten Novak-Chats über die Presse haben wir auf Zack Zack vor einem Jahr veröffentlicht. Und heute sagt mir ein Presseredakteur, mei, es ist so schade, dass damals nichts passiert ist. Und wissen Sie, und das ist jetzt für mich das Hauptproblem. Jeder im ORF hat gewusst, der Herr Schromm sitzt auf einem Ticket der FPÖ. Und jeder hat es zur Kenntnis genommen. Ja, was ist das für ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wo alle wissen, der sitzt auf einem FPÖ-Ticket, seine Chefin sitzt auf einem ÖVP-Ticket, rundherum sind weitere ÖVP-Tickets und es wird ein paar SPÖ-Tickets aus der Vergangenheit auch noch geben. Und inzwischen gibt es ja auch grüne Tickets, nehme ich an. So. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch ein Zeitletter, nicht nur aus der türkis-blauen Zeit, wo sich der ORF aufgeteilt wurde, aufgetaucht, sondern auch ein türkis-grüner Zeitletter, wo sogar vom Stiftungsrat bis zu den Bestellungen des Direktoriums die Farben aufgeteilt wurden. Ja, ich finde es auch sehr bedauerlich, dass jemand wie Lothar Lockl, den ich früher wirklich sehr geschätzt habe, in diesem ganzen Saustall mit eine führende Rolle spielt. Da ist wirklich vieles passiert, was mich persönlich und politisch sehr enttäuscht. Aber das Kernproblem ist doch, normalerweise, wenn sowas auftaucht, gehen wir alle davon aus, dass egal, ob es die Presseredaktion, der Styria Verlag oder der ORF oder auch Ö24 Österreich ist, dass es einen Aufstand intern gibt und gesagt wird, Ausschluss, das müssen wir in Ordnung bringen, weil das ruiniert nicht nur unseren Ruf. Nichts ist passiert. Und das ist das Schlimme jetzt, dass die Strafjustiz anstelle der Selbstreinigungskraft der Medien, die es offensichtlich viel zu wenig gibt, einschalten muss, damit da überhaupt was passiert. Aber die Strafjustiz kann doch nicht das Aufsichtsorgan zur Wahrung der Unabhängigkeit der Medien sein. Ich möchte dazu nur etwas sagen, weil Sie uns angesprochen haben. Ich bin lang genug Journalistin hier, ich war auch Journalistin bei News, wie Sie wissen, und ich konnte immer kritisch gegen die Mächtigen schreiben, egal ob das rote Kanzler waren oder schwarze Kanzler waren, egal ob die Werner Faymann oder Sebastian Kurz geheißen haben. Na klar. Das möchte ich nur dazu sagen. Ja, das stimmt ja auch. Und das stimmt auch. Ist übrigens auch in den Chats belegt, ja, und dass das findet, die toben. Dass, ja, und das findet man ja auch in der Presse und das findet man absolut auch in der Zeit im Bild. Das ist ja das Schreckliche, zuzuschauen, wie wirklich hochseriöse und hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten jeden Tag drum kämpfen, ihre ganz normale Arbeit tun zu können. Wo sind wir eigentlich gelandet in Österreich, dass eine Redaktion stolz sein muss und das als Errungenschaft in einem erbitterten Kampf betrachtet,
dass sie ihre ganz normale Arbeit machen können. Weil das tun wir aber nicht. Wir stellen nur fest, dass es so ist, weil das wird halt leider nicht dazu gesagt. Und man spielt gerade den ganzen Lügepresse-Krakelern in die Hände, wenn man so macht. Als Nein, diese Branche ist vollständig befallen, ist von Korruption durch und durch befallen. Und zwar nicht ein einzelnes Medium. Das System der Regierungsinserate bei wirtschaftlich schwachen Medienunternehmen, vor 30 Jahren war das vollkommen anders, da waren die Unternehmen wirtschaftlich sehr stark und hatten das nicht notwendig. Das System der Parteibuchwirtschaft, das besonders natürlich im ORF ausgeprägt ist. Und das System, das aus der ehemals guten Tageszeitung Kurier ein Tool der ÖVP gemacht hat. Das ist ja ein ÖVP-Prügel, wo sich offensichtlich niemand in dieser Redaktion mehr ausreichend geniert, sich an sowas zu beteiligen. Kurier ist wirklich eine ganz eigene Geschichte. So, in dieser verheerenden Situation sind wir. Ich weiß heute mit bestimmten Geschichten, wenn die wirklich heikel sind, kann ich sie zuerst oft nur auf Zack-Zack und in deutschen Medien machen. Ich kriege bestimmte Geschichten leichter in der Süddeutschen und im Spiegel unter als im ORF und der Presse. So weit sind wir. Das heißt, da ist etwas passiert, was nicht Sebastian Kurz erfunden hat. Das hat es ja vieles davon uns vorher gegeben, aber in eine völlig neue Dimension gebracht hat. Und das war ja das Ziel vom Kurzregime, den Rechtsstaat und die Medien gefügig zu machen. Den Rechtsstaat hat man frontal angegriffen mit der WKStA, dort versucht, da alles kurz und klein zu schlagen. Das ist zum Glück misslungen. Da haben wir alle gemeinsam gekämpft, die WKStA zu schützen. Die Medien hat man gekauft. Gekauft, schlicht und einfach. Er ist trotzdem gestürzt, oder? Ja, aber wenn wir uns anschauen konkret, wie es zu diesem Sturz gekommen ist. Ich erzähle jetzt wieder aus dem grünen Nähkästchen heißt es ja, aus dem grünen Nähkästchen. Im grünen Club, kurz vor dem Sturz von Sebastian Kurz, haben alle gewusst, nächste Woche gibt es einen Misstrauensantrag der Opposition gegen Kurz, aber natürlich hat die Opposition nicht die Mehrheit. Die Opposition brauchte 7 Regierungsabgeordnete und die konnten nur von den Grünen kommen, weil die ÖVP nicht gegen sich selber nicht, würde. Das eigentlich nicht tun. So. Wir haben einige Abgeordnete aus dem Grünen Club, weil ich habe da immer noch genug Freundinnen und Freunde, Folgendes erzählt. Werner Kogler und die famose Klubobfrau Sigi Maurer gehen in die Sitzung und beginnen den Vortrag, dass natürlich der Misstrauensantrag abgelehnt werden muss. Mhm. Was sie nicht gewusst haben, war, dass 7 Abgeordnete des Grünen Clubs bereits entschieden hatten, den Misstrauensantrag zu unterstützen. Mhm. Und das war wirklich ein mutiger Akt, auch ganz offen gesagt haben. Mhm. Dann haben Kogler, Maurer und so weiter gemerkt, das ist abgefahren. Das fangen wir nicht mehr ein. Und in solchen Situationen ist der Werner Kogler wirklich ein Profi und sehr erfahren und hat gewusst, den Kurz rettet er nicht mehr. Also hat er nur mehr die Wahl zwischen 7 Abgeordnete stürzen Kurz oder Werner Kogler tut so, als hätte er Kurz gestürzt. Mhm. Und deswegen das ganze Theater, der mutige Werner Kogler und die mutige Sigi Maurer stürzen Sebastian Kurz, ein kompletter Schmarrn. Sie konnten nicht mehr anders. Und das ist für mich der Grund, warum ich so skeptisch bin, dass von den Grünen da was zu erwarten ist. Schauen Sie sich an, die Mediensprecherin der Grünen, eine gewisse Eva Blimlinger. Ich will sie jetzt nicht bekannter machen, aber ich muss halt auch sagen, wie sie heißt. So. Die entwickelt mit der ÖVP gemeinsam Gesetze für eine Journalistenausbildung in staatlicher Hand, wo dann wahrscheinlich ÖVP und grüne Parteibücher im Bundeskanzleramt Journalisten ausbilden. Ich meine, sind wir in Moskau oder sind wir in Wien? Das ist ja vollkommen absurd. Dann machen sie ein Gesetz für online
für Online-Medienförderung, wo wir dezidiert ausgeschlossen werden als erfolgreichstes neues Online-Medium mit Reichweiten, von denen viele andere träumen. Und auf die Frage, na, wer da gefördert wird, sagt die Frau Mediensprecherin der Grünen, Dolomiten.at, das ist eine lokale, sehr, sehr, sehr ordentliche Lienzer Geschichte. Das ist so absurder Quatsch, dass sowas Grüne tun, dass Grüne jetzt schon Sebastian Kurz Medienpolitik machen. Und jetzt ist es ein verheerendes Bild. Der eine sitzt vor Gericht und muss möglicherweise sogar ins Gefängnis. Ich wünsche es ihm nicht, aber es ist ja nicht auszuschließen. Die anderen sind in diese ganzen Mediengeschichten und leider auch ein bisschen Medienkorruptions, zumindest politische Medienkorruptionsgeschichten, tief verwickelt. Niemand dort ist mehr ernsthaft in der Lage, bis auf die wirklich guten Leute der Grünen im ÖVP-Untersuchungsausschuss, die muss man wirklich ausnehmen, und ein paar andere, aber sonst da ist nichts mehr. Jetzt gibt es offensichtlich keine Selbstreinigungskraft der Grünen. Jetzt gibt es offensichtlich nicht ausreichend Selbstreinigungskräfte der Medien. Und jetzt die Heiler, zack, zack. Oder? Nein, nein. Aber es ist schlimm, wenn man sich in solchen Situationen auf die Strafjustiz verlassen muss. Ich habe wirklich gehofft, dass es jetzt zum Beispiel einen ORF-Aufstand gibt, der nicht nur dazu führt, dass der Herr Schaum jetzt ein bisschen Urlaub macht. Und ja, dann, das wird ein bisschen mehr sein. Also. Und dann wird es vielleicht ein bisschen mehr sein. Aber der Stiftungsrat gehört abgeschafft. Die ganzen Parteibücher gehören aus dem ORF entfernt. Der ORF muss befreit werden. Ich möchte nur einen Punkt anmerken, weil Sie jetzt von strafrechtlich geredet haben. Natürlich weder bei Rainer Nowak noch bei Matthias Schromm geht es ja um strafrechtlich relevante Richtig. Vorwürfe. Das, das muss ist man wichtig. Dazu sagen. Ja. Es hatte die WKStA ermittelt gegen den Rainer Nowak nach einer anonymen Anzeige, aber das hat sich nicht erhärtet. Da ging es um ein Sittenbild, das dargestellt für mich wurde. Ist da auch nie um Strafrecht gegangen. Aber das muss man dazu sagen. Ja, das ist ja wichtig. Da bin ich durchaus dankbar für diese Klarstellung. Die ist durchaus in meinem Sinn. Das wirklich große Problem, vor dem wir stehen und das erst dann strafrechtliche Delikte ermöglicht, ist ja diese politische Versumpfung, ist ja diese politische Korrumpierung. Wir haben eine völlig befallene Medienlandschaft. War es das eigentlich mit den genannten Medien oder gehen Sie davon aus, dass es da weitere Enthüllungen geben wird? Ich würde es anders formulieren. Ich halte es für schwer vorstellbar, dass das auf diese Medien beschränkt ist. Und ich gehe davon aus, dass auch andere große und vielleicht auch etwas kleinere Medien auch noch zumindest ihre Eigentümer und ihre Chefetagen noch etliches zu erklären haben. Dem kann und will ich nicht vorgreifen. Aber ich wiederhole es, das ist ein Gesamtproblem der Branche, ein Gesamtproblem. Und weil die Branche nicht in der Lage ist, das selbst in Ordnung zu bringen, und weil die Leute in den Redaktionen nicht mehr die Kraft dafür haben, zum Teil auch verständlich, wenn man die Arbeitssituationen in vielen Redaktionen kennt und weiß, wie viele Leute davon überhaupt fix angestellt sind und wie viele in prekären Verhältnissen arbeiten müssen. Wird es wohl darum gehen, dass es einen Anstoß von außen gibt? Das heißt? Wir werden uns gemeinsam, wir Bürgerinnen und Bürger dieser Republik, überlegen müssen, was wir tun. Ich weiß es noch nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass was passieren muss. Erinnern Sie sich damals, wie tollen Journalisten wie Hugo Bortisch vor vielen Jahrzehnten klar geworden ist, dass es auch im ORF und in anderen Bereichen so nicht mehr weitergeht? Volksbegehren? Das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht.
Aber ich weiß, dass was passieren muss. Es ist noch zu früh zu sagen, es muss so sein, es muss so sein. Mhm. Aber es muss was passieren. Wenn sich die Medien nicht selbst befreien können und wenn Freiheit ein Privileg von kleinen Medien wie Zack Zack, wir sind zum Glück nicht die einzigen, ist, dann muss etwas außerhalb der Medien passieren, um die Medien zu befreien. Wir brauchen, und das wird nicht aus dem Nationalrat kommen, leider, wir brauchen neue Mediengesetze. Wir brauchen eine völlig andere Medienförderung. Wir brauchen ein totales Verbot von Regierungsinseraten. Wir brauchen einen Straftatbestand Parteibuchwirtschaft. Straftatbestand, zumindest in der öffentlichen Verwaltung. Das muss ein kriminelles Delikt werden. Wir brauchen eine Abschaffung des Stiftungsrates des ORF und. Ich möchte nur zum Abschluss noch zum Thema Scheinheiligkeit und dem Ganzen kommen. Sie haben es jetzt angesprochen, aus Ihrer Sicht ist die ganze Medienbranche betroffen. Wir werden sehen, aber grundsätzlich geht es ja auch ums Thema Verhaberung zwischen Journalisten und Politik. Jetzt werfen, Sie sagen, Zack Zack ist das Medium, aber Sie stehen natürlich eher der Linken nahe. Dann gibt es Medien, Online-Medien wie vom genannten Herrn Richard Schmidt, der wiederum glaubt, Selbstdenker zu sein und der anderen Seite nahe steht. Das hat ja nichts mit objektiver Berichterstattung zu tun. Das ist ja dann eher, ich stehe, das ist ja auch legitim, das gibt es in den USA auch. Medien, die sich eher zu den Demokraten bekennen. Alle Medien, alle Herausgeber, alle Chefredakteure haben Meinungen und Haltungen. Ja, Das ist ja auch legitim, aber eine Meinung ist was anderes. Wir machen was ganz anderes. Wir trennen scharf, so wie es sich im guten Journalismus gehört, zwischen Meinung und Bericht. Im Bericht zählen für mich, und das war auch so in meiner parlamentarischen Arbeit, ausschließlich Tatsachen. Wenn die Tatsachen der ÖVP wehtun, ist das mir genauso recht, wie wenn es der FPÖ, der SPÖ, den Grünen oder den Neos oder so, oder von mir aus dem Marco Bogo wehtun. Tatsachen sind Tatsachen. Niemals wird es bei uns, weil wir schreiben genauso über die SPÖ und genauso über die Grünen. Nur stellen wir einfach fest, dass da wesentlich weniger Leichen im Keller sind. Sie kommen ja in den ÖVP-Keller von lauter Leichen gar nicht mehr rein. So schaut es dort aus. Da ist ja ein Geruch in der Luft. Okay, fertig. Aber das Problem in Österreich ist, dass ja oft nicht einmal über Tatsachen berichtet wird, weil bestimmte Tatsachen unerwünscht sind. Ich habe Zack Zack gemeinsam mit anderen gegründet, damit über alle Tatsachen geschrieben wird. Na, warum sind die BMI-Chats bei uns gestanden, die dem Herrn Sobotka, das muss man sich vorstellen, dieser schwerst beschuldigte ÖVP-Politiker, droht demnächst das Parlament wieder zu eröffnen. Das muss man sich mal vorstellen. Schlimmer kannst du dieses Haus nicht besudeln, als durch eine Eröffnung durch den Herrn Sobotka. Und in dieser Situation ist es so wichtig, in aller Ruhe über Tatsachen zu berichten und den Leserinnen und den Lesern eines zu garantieren. Jede Tatsache beweisbar ist gleich viel wert und über Tatsachen wird berichtet. Punkt aus. Und es gibt keine Ausnahme. Das ist nicht Objektivität, sondern das ist eine zutiefst journalistische Grundhaltung. Und dann schreibe ich auf einer ganz anderen Seite, was ich als Peter Pilz davon halte. Eine Meinung kann jeder haben, nur das sollte eben nicht vermischt werden. Ganz zum Schluss, Thomas Schmidt als Kronzeuge. Sie haben viel Erfahrung in der Beobachtung. Ist er aus Ihrer Sicht glaubwürdig? Er belastet jetzt gerade sämtliche ehemalige oder noch aktive Spitzenpolitiker. Sie haben zum Beispiel Sobotka genannt, der wird auch von ihm belastet. Aber ist er legitimiert, Kronzeuge zu werden? Da muss man zwei Sachen dazu sagen. Erstens, es ist auszuschließen, dass herzensgute Menschen und hochanständige Menschen Kronzeugen werden. Also,
ohne uns zu sehr hervorheben zu wollen, aber ich glaube, wir zwei würden nicht besonders gute Voraussetzungen für Grundzeugen mitbringen. Nein. Weil wenn ich auf was draufkomme, schreiben wir es eh gleich. Zweitens, man muss eines wissen, was im österreichischen Strafprozessrecht sehr wichtig ist. Wenn jemand Grundzeuge werden will und die Staatsanwaltschaft kommt ihm auf eine einzige Lüge drauf, dann hat er mit allem, was er erzählt hat, ein Geständnis abgelegt, das ihn selbst belastet, und er kriegt aufgrund dieser Lüge den Grundzeugenstatus nicht. Das heißt, das wäre Selbstmord. Mhm. Und über den Herrn Schmidt kann man viel sagen, aber Selbstmörder ist er keiner. Das heißt, es ist davon auszugehen, aus Überlebensinteresse von Thomas Schmidt, dass er nur die Wahrheit sagt und hoffentlich auch alles sagt. Ich gehe davon aus. Und alle, die jetzt sagen, ja, der will ja nur seinen Kopf retten, natürlich ist das sein Motiv. Der macht es ja nicht, um uns alle reich zu beschenken, sondern dass er irgendwie den Kopf aus der letzten Schlinge zieht. Aber er ist der Einzige, wo ich immer sicher bin, der kann sich Lügen nicht leisten. Deswegen wäre er, wenn er anerkannt wird, ein ganz hervorragender Grundzeuge. Und er könnte dieser Republik doch noch etliches zurückgeben, was er ihr genommen hat und wo er geschadet hat, indem er hilft, dieses verbrecherische, türkise System zu zerschlagen. Wir sollten eines nicht vergessen. Die Österreichische Volkspartei ist die einzige Partei in der Geschichte der Zweiten Republik, die wahrscheinlich alle Tatbestandsmerkmale einer kriminellen Vereinigung auf sich vereint. Deswegen, das dürfte auch ein Grund sein, warum die Österreichische Volkspartei als Verband auch von der Strafjustiz verfolgt wird. Auch die Österreichische Volkspartei ist Beschuldigte. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine beschuldigte Partei, bei der man nicht weiß, wie viel davon christlich-sozial und wie viel davon Mafia ist, stellt den Bundeskanzler und regiert diese Republik. Das ist ja das Außergewöhnliche, dass diese Partei nicht längst dorthin gejagt worden ist, wo sie gehört, nämlich zum Teufel. Das ist der Punkt. Und das ist die große offene politische Frage. Wie lang kann ein Beschuldigter wie Sobotka Nationalratspräsident bleiben? Wie lang kann ein Mitwisser zumindest wie Karl Nehammer noch Bundeskanzler und ÖVP-Chef bleiben? Und wie kann eine Partei, die sehr viele Merkmale einer kriminellen Vereinigung nach Strafgesetzbuch sich vereinigt, noch Regierungspartei bleiben? Das sind Fragen, die Werner Kogler beantworten könnte, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit. Wären Sie noch bei den Grünen, würden Sie den Grünen raten, raus aus der Koalition? Na, sofort Schluss machen. Endlich Schluss. Das Wichtigste, was es gibt, ist ein klares Bekenntnis zu einem Neuanfang. Ich wäre persönlich sehr froh, wenn die Grünen Teil eines Neuanfangs wären. Da müsste man nur die Frau Rendi Wagner aus dem Liegestuhl rausholen und ihr klarmachen, Frau Parteivorsitzende der SPÖ, es ist sehr schwer, 11 Meter im Liegestuhl einzuschießen. Das ist für einen Ball schlecht, für einen Liegestuhl schlecht und für den, der dann wahrscheinlich aus dem Liegestuhl rausfällt. Das ist mein Appell an die SPÖ. Bitteschön, steht's auf. Sagt's endlich Schluss. Und wir wollen eine Regierung ohne ÖVP, weil die ÖVP kehrt einmal ganz woanders hin. Zweitens ein klares Bekenntnis der Neos. Nicht mit dieser ÖVP. Drittens ein klares Bekenntnis der Grünen. Neuanfang, aber nicht mit dieser ÖVP. Und wenn sich diese drei Parteien und vielleicht auch eine neue Partei hinstellen und sagen, wir stellen uns einer Wahl, um einen sauberen Neubeginn in Österreich zu ermöglichen, dann würde ich endlich Licht am Ende dieses oft besungenen Tunnels sehen. In diesem wunderbaren Land, nach wie vor eines der reichsten, schönsten Länder, das alles besser machen könnte, wo ja niemand in Armut leben müsste. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann mich erinnern, wie ich noch jung war, und das ist wirklich eine Zeit her. Mein Vater war Betriebsratsobmann bei Böhler in Kapfenberg.
da haben alle sogenannten kleinen Leute nur zum Leben gehabt, obwohl Österreich nur einen Bruchteil des Reichtums hatte, den es heute hat. Niemand müsste in Österreich in Armut leben. Wir könnten die Klimakatastrophe zumindest ernsthaft bekämpfen. Wir könnten eine gescheite Integration machen. Wir könnten die Korruption bekämpfen. Wir könnten zeigen, wie es geht. Und stattdessen schlagen wir uns herum mit so wirklich dubiosen Gestalten wie Nehammer, Sobotka, Chorherr und. Das ist ja das Schlimme. Oder Novak oder der Herr Schroms oder wie der Herr Schrom. Das ist ja das Schreckliche, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, die großen Chancen dieser Republik ernst zu nehmen und zu zeigen, wie es geht. Und deswegen immer wieder mein Appell, bitte Frau Rendi Wagner, raus aus dem Liegestuhl, bitte NEOS politische Klärung und das Wichtigste, bitte liebe Grüne, und ich bin dieser Partei immer noch verbunden, bitte liebe Grüne, findet wieder zu euch zurück, steht zwar mal auf und sagt, es ist Schluss. Wir regieren nicht mehr mit der ÖVP. Es ist Schluss, Neuwahlen und ein Neuanfang. Das wäre Red. Gut, danke Peter Pilz. Ob dann wirklich Milch und Honig fließen würde, wie Sie jetzt Milch andeuten. Milch und Honig, aber zumindest nicht Handschellen und Fußfesseln. Gut, ich lasse ihm das Schlusswort. Danke Peter Pilz. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann spannend weiter. Bleiben Sie dran.